Und herzlich willkommen zu Folge 11 von Gothic 2 Velaya. Wir sind momentan wieder bei Orlans Taverne. Weder Garn noch Dragomir Hey können uns Jäger, irgendwas beibringen. Das ist so bis deprimierend. bald. Und naja, ich habe jetzt gerade noch was vergessen. Wir haben keine Uhr. Das geht natürlich gar nicht. Wir gucken mal, was wir denn so dezimieren können und was nicht. Hey du. Hier hat keiner irgendeine Relevanz. Angar nicht, Pardos nicht, Garn und Dragomir. Alle nutzlose, tunichtgute sitzen hier rum. Immerhin verteidigen sie die Taverne im Ernstfall. Also, das ist zumindest zu hoffen. Das hoffe ich für Orlan. So, wir haben hier zum Glück mal einen ganzen wilden Gemüsegarten. Und diesen Gemüsegarten nehmen wir auch komplett mit. Ich habe ja gesagt, ich will Richtung Bengas Hof mal marschieren heute. Mal gucken, ob wir da irgendwas erledigen können. Also auch im Sinne von töten. Und dann will ich nämlich mit nochmal pennen bei Erels Hütte und dann das Training angehen. Damit das quasi auch noch abgehakt werden kann. Goblinbären nehmen wir mit. Und ich überlege immer noch, wie wir die zukünftigen Lernpunkte, wie wir das alles managen werden. Das ist gar nicht so einfach. Ich schätze aber mal, wir gehen auf 60 Geschick und danach nur noch auf Stärke. So, ich musste mich da kurz mal muten, um mich zu räuspern. Hab nämlich ein bisschen Erkältung eingefangen. So, wir können auch mal hinten schauen, wie es beim Friedhof aussieht, wobei ich uns da keine allzu großen Chancen zusprechen würde. Es sind auch Blutfliegen. Dass wir auch keinen Jäger finden, ne? Das ist auch so eine Frechheit. So, die Sache ist, hier könnten wir theoretisch die letzte Ruhequest machen. Und wir sollen sie mit unseren Waffen zu Innos schicken. Es kann auch sein, dass die Geister einfache Gegner sind. Das könnte man auch annehmen. Da sind direkt Keiler. Da wird unser Plan im Prinzip schon wieder vereitelt. Hier noch irgendwas am Rumfliegen? Nein. Oh, Blauglieder, sehe ich doch direkt. Wie gesagt, also Keiler, das können wir vergessen. Nicht, dass hier was im Dickicht auf uns lauert. Nein. Keiler, so ein Spaß. Und da haben wir schon Grasland-Scavenger. Ich habe das Gefühl, wir sollen hier nicht her. Noch nicht zumindest. Gut, dann meiden wir das Gebiet dann doch erstmal. Wenn ich gewusst, dass hier dann gleich Keiler und Grasland-Scavenger einem sich entgegen. Ey, verpiss dich, was soll das? Du gar nichts gemacht? Beinahe wieder so ein Keiler an der Backe gehabt. Ist der alles noch hinter uns? Jetzt hat er mal einen Abgang gemacht, oder? Was ist mit dem denn los? Oh, was haben wir denn da? Gemüse, nehmen wir mit. So, dann schauen wir mal, was denn Richtung Stadt so geht. Feldräuber und Blutfliegen. Ich guck mal, ob wir. Oh! Pilze. Ja, drauf schießen, gute Idee. Die Feldräuber können wir auf jeden Fall mitnehmen. Sind zurzeit meine Lieblingsgegner, denn wie gesagt, die anderen kann man verwerten. Feldräuber nicht. Übrigens auch sehr sonderbar, dass wir hier keine Quests jetzt aufsammeln konnten. Bis jetzt zumindest nicht an der Taverne. Mir ist auch der Questumfang in der Mod gar nicht mehr so geläufig. Wie gesagt, ist schon lange her. Seit ich das letzte Mal gespielt habe. Die gute Velaya-Mod. Aber allein Corinnes bietet halt schon relativ viel Spielumfang. Deswegen, ich weiß nicht, wie sich die 40 Stunden komplett zusammensetzen. Hinten haben wir noch nicht einen Innos-Schrein. Einen versteckten, oder? Ja. Also Feldräuber. Drei Stück an der Zahl haben wir hier wieder. Ich schaue auf jeden Fall, dass wir so schnell es geht, dass wir an Rapier und Meisterdegen kommen. Aber ich denke, ein bisschen mehr Geschicklichkeit ist vonnöten. Gerade fürs, hier, ja gut, Schlösser knacken nicht unbedingt, aber für den Nichts zu Taschendiebstahl. plündern.
Aber ich würde dann doch nach, sagen wir mal so 60 Geschicklichkeit, doch erstmal ein bisschen auf Stärke überwandern. Denn wie gesagt, auch der Waffenschaden mit dem Degen und den Geschicklichkeitswaffen skaliert mit Stärke, nicht mit Geschicklichkeit. Also, ob wir jetzt 500 Geschicklichkeit haben oder 60, wir machen mit Meister Degen gleich viel Schaden und das ist ein bisschen traurig, aber naja. Wir werden es überstehen. So wie wir auch die Feldräuber hier überstehen. Ohne Probleme. Ohne Probleme treffen lassen. Wie sieht es denn jetzt nochmal aus? Ah, wir haben. Natürlich wieder unglücklich nach dem einen Feldräuber da. Fehlen uns genau 10. Genau 10 Erfahrungspunkte. Das ist ein bisschen. Bisschen sehr traurig. Haben wir hier noch irgendwelche Gegner? Nicht, dass ich da irgendwie hinterrücks in die Falle tappe. Und dann von irgendwelchen Skeletten umgemäht werden oder Orks oder was weiß ich, was hier alles rumkreucht und fleucht. So, der ist auch platt. Und wie gesagt, es fehlen genau 10 EP. So, hinten haben wir erstmal nichts. Können bestimmt wieder irgendwo Banditen rumlungern. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Was haben wir denn hier hinter der Innos-Statue? Ein Laib Käse, na sowas. Irgendwie etwas wertvoller umgerechnet. Immerhin Dietrich. Er spendet den Dietrich an Innos. So ein langjähriger Dieb, der jetzt irgendwie seine kriminelle Karriere an den Nagel hängen will. Den letzten Dietrich Innos spendet oder so. Da haben wir noch einen. Ja, Mensch. Das ist ja optimal. Den können wir gleich mitnehmen. Dann mal Level up. Wie viele Feldräuber hier rumlungern? In der ersten Sekunde ganz kleiner oder mich getroffen lassen, ja. Habe ich mich treffen lassen? Da vergehen einem schon die Deutschkenntnisse. So. Da haben wir auf die Nase gekriegt. Haben auch nicht sehr viel Leben zurzeit, aber das war jetzt gerade hier nicht unbedingt der Lebenspunkten geschuldet, sondern dass der uns hier so ein bisschen in die Enge getrieben hat. Ja, so geht's, so kannst du das gerne weitermachen. Jetzt ist schön Platz nach hinten. Können wir dich wegfräsen, mein Guter. Zack, Level up. Und das Schöne beim Level up ist, wir kriegen auch ein bisschen Leben zurück. 100 Lebensenergie haben wir jetzt insgesamt. Ein Drittel davon haben wir zurzeit hergestellt oder wiederhergestellt. Und da ist noch einer. Ich schaue dann auch gleich mal, was denn so da auf dem Friedhof abgeht. Also das Feldräubergemetzel geht erstmal weiter. Dafür sind sie da. So, tschüss. Und jetzt müssen wir ja mal aufpassen, nicht, dass wir irgendwie in Mallrats sind okay, Blutfliegen bringe ich notfalls auch um, wenn es sein muss. Da kenne ich nix. So, keine Skelette. Mata Ukara, 732 bis 771, sowas aber auch. Das sind wieder die ehrenwertesten Gegner, ne, die hier sich anstellen, die sich ja nacheinander besiegen lassen. Also Mallrats sind wirklich, also sportlicher geht's nicht. Also jetzt von der Physik her nicht, aber von der Einstellung. Ich bin doch kein Metzger. So, dann können wir hier noch ein bisschen was mitgehen lassen. Ein bisschen ein Stück zurück, damit wir am Ende doch irgendwie überrascht werden. Ganz unglücklich. Da ist nichts zu holen. So, wir haben aber hier erstmal nur Butlerfleisch. Das ist ein bisschen ernüchternd. Unbekannt. Oskar Zorn. Oh, der ist nicht alt geworden. Aber wir haben ja nur Pilze. Auf dem Friedhof. Midos. Der war auch nicht alt. Als Säugling gestorben. Raues Mittelalter, was willst du machen? Wilfried Ukara.
Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Weise Anspielungen sind oder ob das einfach nur generische Namen sind. Dazu kann ich keine Aussage treffen. Also da hinten haben wir eine Theorie. Eine Theorie, den Teleporter, aber wahrscheinlich. Es könnte aktiv sein, das Ganze. Ich weiß noch nicht inwiefern, also nach Jaken, da geht's nicht, heißt aber nicht, dass es nicht in die hier Ausgrabungsstelle geht. Also da ist wahrscheinlich offen. So, und da vorne in der Höhle haben wir wahrscheinlich Gegner drin, die mir nicht gefallen werden. Deswegen, das werden wir erstmal meiden. Ich hoffe, dass ich es nicht vergesse. Es gibt auch immer wieder Schlupfwinkel hier, ne? Die man erst vergisst und dann. Hier hinten geht es ja auch rum. Ist hier irgendwo Gegner? Wie gesagt, da hinten ist im Normalfall, glaube ich, ein Banditenlager. Mehr oder minder. Ich habe auch sehr wenig Leben gerade, ich weiß. Ach, Banditenlager, nee, hier ist das abgekokelte Gebiet. Ich glaube, es war ein Xeres Rückkehr, irgendwie so ein Gardistenlager oder in irgendeiner anderen Mod. Aber hier ist es einfach nur eine ehemalige Siedlung. Hier ist gar nichts mehr. Außer ein bisschen Holz und Kohle. Und Warane und ich bin weg. Okay, da werden wir dann irgendwann in Zukunft nochmal nachschauen, ob hier irgendwo im Eck noch eine Drachenwurzel ist. Vorerst nicht. Wie gesagt, falls ich was übersehe, gebt ihr mir Bescheid. Bei Belaya haben wir wie gesagt Zeit, da kann man dann auch noch in 10, 20 Folgen nachschauen. Da geht dann die Welt nicht von unter. Das passt soweit. So, da drin kriegen wir wie gesagt die Fresse poliert. Vermutlich. Ja, Goblin-Skelette. Also, es geht schlimmer, aber dazu sind wir noch nicht in der Lage. Dazu brauche ich wohl den Und hier richtigen ist zu. Schlüssel. Gut möglich, dass wir den ersten Teleporter außerhalb der Stadt nutzen müssen, damit wir dann hierher teleportiert werden und wir dann Orlan sagen können: Ey, pass mal auf, ich bin hierher teleportiert worden. Hast du zufälligerweise eine Ahnung, was hier abgeht? Und dann sagt er: Jo, da hinten war irgend so ein Ding, ich hab's abgeschlossen, hier ist ein Schlüssel. Nee, mit dem seine Taverne ist auch sehr obsolet. Zum Glück verkauft er einem keine Zimmer, weil Ich wie gesagt, grüße hier dich, draußen Wirt. gibt's einfach Betten, das wäre ein bisschen bescheuert. Was kann ich bei dir? Direkt ein Ork schlechter, ne? Darauf müssen wir halt auch hinarbeiten. Da führt kein Weg dran vorbei. Willst du ein paar Stöcke? Bitteschön. Ansonsten haben wir noch nicht viel. Wir sehen uns. Ich guck mal, dass ich bis mittags penne. Könnte man hier jetzt rumsägen? Oder ja, ich dachte, da wird irgendwie eine Säge drinstecken, aber nein. Und Anga kann uns Hallo. auch nichts beibringen, ne? Ich überlege gerade. Wir sind. Wir sind ja schon bei 35%. Das heißt, der Kurs ist schon 1 zu 2. Ich überlege gerade, was uns das Training nochmal bringt. Also wir fuchteln da ja nicht, also ich denke mal, wir fuchteln nicht ohne Grund rum, sondern dass wir dann irgendwelche Attribute verbessert bekommen. Ich habe jetzt keine Ahnung, welches. Kann sein, dass wir Einhand besser bekommen, dass sich das quasi verbessert vom Üben. Das wäre dann schon mal ziemlich gut, dass wir die ganzen Lernpunkte so weit reingeheizt haben, dass der Kurs schon mal 1 zu 2 ist. Da sparen wir wenigstens ein bisschen was. Ich bin mal kurz bis 16 Uhr volles Leben. So macht's Leben Freude. So, und der Wolf kann uns in was was Nichts. Bogen und Geschick. Machen wir nochmal eine Ladung. Die Sache ist, Mach's gut. würde ich wissen, wo der Rapier zu finden ist oder zu kaufen ist, würde ich ja direkt auf 40 Geschicklichkeit geiern. Auf 50 meine ich, nicht 40. Wir haben jetzt auch immer 10 Lernpunkte, also wir können es im Notfall machen. Oder hatte sogar schon einer den Rapier zu verkaufen und ich habe es einfach ignoriert, weil es zu teuer war. Kann auch gut passieren, weil ich bin so einer. Ich ignoriere dann irgendwie die Dinge, die zum Kauf stehen, weil ich es unbedingt finden will und dann ist das Geschrei am Ende groß.
Wir müssen auch mindestens 1000 Gold reservieren für Innos. Ne, ganz klar. Ihr wisst ja, wie es ist. Da muss gespendet werden. Und nachdem wir die 5 Geschicklichkeit und 5 Stärke abgezogen haben, werde ich immer 50 Gold reinfetzen für 2 Lebenspunkte. Das ist einfach ein besserer Austausch als 100 Gold für 3. Das, Entschuldigung, lohnt einfach nicht. Das lohnt ganz und gar nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Da ist Iskarot. Der alte Saftsack. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwas finden Richtung Kloster. Ich meine allerdings, die haben jetzt hier an der Grundwelt nichts verändert. Also es kann auch sein, dass wir irgendwo hier noch ein paar versteckte Höhlen finden könnten. Das weiß ich jetzt allerdings nicht genau. Falls das der Fall sein sollte, gebt er mir Bescheid. Dann nehmen wir das auch noch mit. Ich guck mal, was wir hier so, ob wir ans Kloster rankommen, irgendwie ob wir da reinkommen. In der Theorie gibt es ja eine Möglichkeit, außen rum zu klettern. Wir schauen einfach mal. Also müsst ihr natürlich auch wissen, wo das nochmal ging. Aber es gibt einen Alternativweg. Dazu brauche ich wohl den richtigen Schlüssel. Also man hört drin Leute. Es kann sein, dass wir später, früher oder später reinkommen. Das weiß ich nicht. Und das war ein Griff ins Klo. Das war ein ziemlicher Griff ins Klo. Ob ich das jetzt mal gespeichert? Ah, da hinten, okay. Lebenspunkte können wir uns sparen, ne? Das ist jetzt. Also, Kloster ist noch zu. Hier gibt es ansonsten auch nichts mehr, deswegen gib mir ein bisschen Gas. Hat Iskarot noch irgendwas Meine Wichtiges zu Verbündeten. erzählen? Oder hatten wir da soweit alles? Ne? Wir haben ja die Quest von ihm bekommen. Stärke in der großen Kunst, erster Kreis des Feuers. Und verkauft rudimentären Schrott, der alte Sack. Dann ziehen wir ab, das brauchen wir nämlich alles nicht. Wie gesagt, auch hier, falls irgendwo eine Drachenwurzel sein sollte, würde ich mich darüber freuen, wenn mir das einer mitteilen könnte. Falls ich es 100 Mal übersehe. Das kann gut passieren. So, ich würde sagen, wir machen das jetzt direkt. Wir pennen bis zum nächsten Mal. Ah, ne, pass auf, eine Richtung können wir noch gehen, bis wir unsere Grenzen kennenlernen dürfen. Wie gesagt, Scavenger, Mole Rats und Feldräuber nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir können ja hier bei Dragomirs Lager noch mal schauen. Da waren wir schon an der Truhe und ich weiß gar nicht. Oder waren dahinter schon die Orks und deswegen habe ich das auch aus dem Gedächtnis verdrängt. Oder ist erstmal nix. Oh, Feldräuber, genau richtig. Jackpot. Hatte ich sogar schon hier drin die Kohlebrocken mitgenommen? Manometer. Also, Feldräuber. Unser täglich Brot. Sehr schön, dass sie hier übrigens überall anzutreffen sind. Das bereitet mir Freude, die kann man nämlich gut zerlegen. Ach komm, leider hat uns schon getroffen. Habe ich irgendwie eine Hitbox wie ein Reisebus oder was? Was soll denn das? Drecksack. Wie gesagt, wir dürfen uns nicht beschweren. Allein, dass es die Funktion gibt, dass wir pennen können und dann wieder volles Leben bekommen, macht es ja schon um einiges angenehmer. Ich meine, am schönsten kann man das quasi ausnutzen, wenn man die Stunde aussuchen kann, bis wie lange man halt pennt. Da kann man das, also ich meine, theoretisch kannst du auch einfach immer bis nächsten Morgen pennen. Aber ein bisschen Immersion muss ja sein, ne? Wir können ja den ganzen Tag verschlafen. Denn irgendwie, ne? Man kriegt ja immer suggeriert, die Welt würde nicht auf einen warten. Und dann das Rollenspiel noch ein bisschen Da auseinander ist nichts zu nimmt, holen. erkennt man direkt, die Welt wartet auf einen. Wie gesagt, mein Lieblingsbeispiel. Ein ganzes Ingame-Jahr haben die die Wiesen, die Graubärte auf mich warten müssen in Skyrim. Anscheinend hatte Alduin doch noch ein bisschen was anderes geplant, als die Welt zu zerstören. Aber das wäre ja auch ein bisschen. Also ich meine, es hätte auch seinen Reiz,
Aber zeitlich bedingt ist meistens sehr spielerunfreundlich, deswegen. Die Welt wartet auf einen. Immer. Also, in Spielen, im echten Leben nicht. So, Blaufieder nehmen wir mit. Und wann kommen wir den nächsten Gegner? Und ein Halbtoter? Ein Halbtoter? Oh, da ist einer verletzt. Ich dachte irgendwie, das wäre vielleicht ein Untoter. Und der ist halt halbtot. In der nächsten Folge schauen wir uns mal an, was da vorne vor sich geht. Vielleicht gibt es eine Quest. Im schlimmsten Fall gehen wir halt. Hauen den umgehen zurück, pennen eine Runde und gehen zum Training. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.